habe einen E39 vermisst. Das merke ich jetzt gerade, wo ich hier drinne sitze. Und ja, der sieht von außen nicht gut aus. Noch nicht. So, jetzt genieße ich. Ich habe das Auto gekauft, 2000 Euro. Und manchmal frage ich mich, Jonas, was machst du? Aber das fragt ihr euch auch schon seit Jahren. Ach guck mal, Reichweite 102 Kilometer. Also ich muss sagen, Motor läuft echt sehr, sehr gut. Rechte Bank, da müssen wir schauen. Also ich weiß den Motor jetzt auch nicht so in- und auswendig, ob das echt, ob da schon Warnus ist oder ob das die Kette ist. Aber auf jeden Fall rechte Seite hat da irgendwas. Hier, ihr seht ja, Fenster müssen gemacht werden, Innenausstattung muss natürlich vieles gemacht werden. Bei so einem Auto immer wichtig, egal was eingebaut wurde, dass alles funktioniert. Tacho ist der falsche, da muss auf jeden Fall ein neuer Tacho rein. Leute, ihr könnt ja mal schreiben, 2000 Euro für einen 540er, 2000er, unter 300.000, ich finde es okay. Und natürlich soll da was dran sein, hallo, wie macht der YouTube? Wäre doch langweilig, wenn da nichts dran wäre. Aber ey, ich sag euch, die Sitze sind bequem. Das ist dieser V8. Hört ihr das? Er hat einen Sportauspuff. Ich höre nichts vom Sportauspuff. Ich höre nur den Motor. Einmal für euch. Die Reifen haben sich durchgedreht. Dem Straßenverlauf von Bruchweg noch 3 Kilometer folgen. Wie er nach vorne marschiert, ey. Wahnsinn. Aber Verbrauch sagt der 12,9 Liter. Wer es glaubt, wird selig. Soll ich euch was sagen? Bei dem 540er, bei dem Motor vermisse ich keinen Kompressor oder Turbo. Das sage ich euch. 440 Newton bei einem V8. Das ist schon geil. Ehrlich, so ohne Witz. Der fühlt sich richtig gut an. Im Streckenverlauf 10 Kilometer folgen. Ist geil. 340 Kilometer Reichweite bei 50 Euro Tank. Ich glaub das nicht. Der zeigt mir gerade mal 15 Liter hier an. Was ist denn hier los? Ja, das ist so, wenn man V8 fährt, ne? Oder V8 fahren möchte. Ist krass. Ja, Kofferraum offen. Rechts. Mal gucken, ob ich mit 50 Euro nach Hause komme. Ich muss knapp 300 Kilometer fahren. Mit einem V8. Einmal beschleunigen, ja. Aber könnte schon ein bisschen Sound vertragen, ne? Reichweite 324 ist hochgekommen. Also wenn man echt gechillt fährt oder gar nicht fährt, dann braucht man auch nichts. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie er nach vorne marschiert. Also wir haben noch ein Jahr TÜV, aber ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Gelenk hier kaputt ist. Ich muss sagen, der lässt sich so bequem fahren. Das ist ein Fünfer. Das ist eine Qualität, das gibt es einfach nicht mehr. Ihr müsstet jetzt, ehrlich, so 70.000, 80.000 Euro ausgeben, damit ihr so ein Fahrgefühl habt. Und hier haben wir einfach das bei einem 2.000 Euro Auto, ein E39, 540 mit 286 PS und 440 Newton. Die machen einfach Spaß. Und ihr müsst gar nicht so schnell fahren. Ja, das sind so Sachen hier, das natürlich stört das einen. Die haben das so gemacht, damit man die Fenster nicht benutzt. Die werden aber gemacht, das ist für mich Kleinigkeiten. Die werden auch als erstes gemacht. Für mich ist erstmal wichtig, wir haben den jetzt gekauft. Wir wissen nicht, wie er von unten aussieht.
Motor, Getriebe kann man schon sagen, okay, der hat Power, der läuft gut. Aber dass die Tankanzeige so schnell runtergeht, ne? Daran muss ich mich hier echt gewöhnen hier. Bei dem Sauger ist es ganz anders. Wenn ihr einen aufgeladenen Motor habt, dann fühlt ihr sofort den Turbo und dann später wird es halt weniger. Bei dem ist das so, der kommt da richtig. Und das finde ich geil. Ja, wir werden jetzt gleich bei Jungmas vorbeigehen, bei Team Haslack. Also nicht in der Lackiererei. Wir werden jetzt in die Werkstatt gehen. Die werden sich den Wagen bestimmt auch anschauen. Und mal schauen, was die sagen. Bin ich auch gespannt. Ich habe einen E39 vermisst. Das merke ich jetzt gerade, wo ich hier drinne sitze. Und ja, der sieht von außen nicht gut aus. Noch nicht. So, jetzt genieße ich. Ach, Kameramann Kadir, Ali, Yilmaz, ich bin in Hannover, ich bin bei Team Haslack. Wo sind wir genau hier, Yilmaz? Jetzt sind wir gerade in Bahnstedt, in Hannover Bahnstedt. Das ist unsere Zweigstelle hier. Hier werden so mehr oder weniger die mechanischen Sachen gemacht statt Karosserieseiten. Die Karosseriearbeiten und Lackarbeiten sind ja in Haslack. Und hier ist rein Mechanik. Und Elektronik. Ja, Elektronik aber ist zum unsere Teil. Schwäche. Auslesen, ja, mehr nicht. So, jetzt haben wir hier einen Mechaniker und jetzt haben wir einen Autoverkäufer. Die gucken sich das Auto jetzt an. Weil okay. Ich habe das Auto ja hier 50 Kilometer gekauft. Aus Zelle. Ne? Aus Zelle, ne? Genau. So, jetzt sag mal deine Meinung, Ali. Also ich habe mir das Auto angeschaut. Ja. Tiefgründig. Der hat seine Macken hier und da. Ne? Gar keine Frage. Aber im Großen und Ganzen hätte ich auch zugeschlagen. Ich hätte das Auto auch gekauft. Für zwei? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Machst du nichts falsch. Also ich sag mal so, wenn das jetzt ein Motor wäre, wo vielleicht ein 2 Liter oder 2,5 Liter drin sitzen würde, würde ich sagen, Export, schönen Tag, tschüss. Aber das ist schon der 45, ne? Und 45 ist nicht mit zu scherzen. Also den aufzubauen, auf jeden Fall empfehlen und vor allen Dingen macht auch Spaß, ne? Ja. Es lohnt sich. Auf jeden Fall sogar. Definitiv. Natürlich haben wir viele Macken, die haben das wieder hier. Der Händler hat sofort jede Macke gesehen. Einfach Motorgetriebe in Ordnung, nimm mit. Aber hier das zum Beispiel, das wusste ich gar nicht. Hier hat sofort der Jungmas gesagt, Individual. Technikausstattung. Keine Ahnung, was ist das? Das ist eine variable Ausstattungspaket, was du dazu buchen konntest. Und dann konntest du deine Ausstattung quasi selber aussuchen bzw. Zusammenstellen. Aber ist was Wertvolles? Ja. Ist was Gutes? Definitiv. Ja, natürlich kaufe ich nur was Gutes. Herr Jungmas, guck mal, das musst du mir jetzt zeigen hier. Leute, ich habe hinten mal aufgemacht. Ach, guck mal, hier Motor. Ja. Werbung, das nehmen wir. Guck mal. Zur Sicherheit immer dabei haben, ne? Achtet mal, was ist da? Was ist hier alles? Was ist alles verbaut hier? Also Leute, ich da hast einen kompletten Computer drin, ne? Ja. Was ist alles hier? Da also hast du alles. Da hast du einen Rechner, Navi-Rechner, den normalen Rechner, ja. Dann das CD-Wechsler. Alter, was ist denn das andere? Das ich ist glaub, das Fahrwerk, glaube ich. Ja, ja, das ist auch so original. Krass. Guck mal, die Felgen sind schon. Die hätte ich gerne gehabt. Weißt du, was ich immer mache? Ja. Wenn ich mir einen BMW kaufe, ist kein Witz. Das ist für mich das A und O. Immer ey, hier aufmachen. Ich auch. Ey, das ist das. Also. Warte. Aber hast du schon gefühlt, nee, ne? Was würdest du jetzt sagen, Ali? Was ist hier alles drin? Ist da überhaupt noch was drin? Das ist nämlich die spannende Frage, Alter. Ja? Aber nicht komplett. Ich denke mal ein oder zwei hast Teile fehlen. Hast du einen BMW schon mal gesehen, dass das Ding komplett drin war? Ja. Original aber. Ja. Hast du es gesehen? Ich habe auch einmal gesehen, dazu kommen wir noch, das kann ich jetzt nicht sagen. Irgendwann im Oktober wird ihr das sehen. Guck mal. Nichts. Nichts. Also schade, ne? Ja doch, wir haben einen 12er und 13er. Ja, den 13er könntest du gebrauchen, aber den 12er sehr selten, würde ich mal sagen. Ja. Sonst gar nichts. Ja. Ah, die hat aber jemand einen Zettel für dich. Ja, natürlich, Batterie erst Plus und dann Minus. Ja, ganz wichtig. Also Lackarbeiten hat da auf jeden Fall was. Sehr viel. Aber ich kann ja eine gute Lackiererei. Ja, guck mal, ich kann auch sehr gut schwarz lackieren. Ja, das kriegen wir hin. Aber guck mal, hier ist der ganze Lack, hier ist der Spachtel aufgeplatzt, wenn ich mich nicht irre. Ja. Wie passiert sowas, ey? Ich glaube, wenn man nicht. Von der Temperatur. Ja. Echt so, ich schlechte find's. Verarbeitung plus hohe Temperatur. Schwarz zieht auch an, ne? Ja, aber dann muss ja Dach genauso aussehen, oder nicht? Ja, wenn der Dach nicht bearbeitet worden ist. Dann hast du ein paar Dellen. Siehst du das? Ja, habe ich gesehen. Nee, aber der Dach wurde auch nicht bearbeitet, wurde auch wahrscheinlich nicht lackiert.
Aber die Heckklappe auf jeden Fall. Die haben sie schlecht bearbeitet. Genau. Aber ich finde noch sehr schön, dass man noch die originalen Dachgepäckträger. Ja, ne? Dass man die. Das sind ja diese Dinger nur, ne? Diese Kappen. Hier fehlt die Antenne. Genau, die wurde abgeschraubt, zum Glück nicht abgerissen. Die können wir noch besorgen. Ey, der hat auch ein Soundsystem drin, ne? Hammer. Ja. Richtig geil. Richtig laut. Wie viel hat er damals Neupreise gekostet? Oh, komm, 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 komm. Eichhörnchen. Ja, die Eichhörnchen um diese Jahreszeit, die schlafen immer. Jonas, mir ist noch was aufgefallen. Was denn? Hier fehlt was. Ja, ne? Das habe ich vorhin schon gesehen. Komm. Ja. Ich habe Windgeräusche. Die Leiste fehlt. Ja. Ja, ich glaube, der hat so viel Power, dass er die, dass das Ding abgeflogen ist. Haut rein, ne? Bis dann, ciao. Ach, was ich witzig finde, Kadir, das musst du dir anschauen. Das habe ich bei 540 ehrlich nie verstanden. Jedes andere Modell im V8, sogar 12 Zylinder, haben es geschafft, den Ölfilter irgendwo zu befestigen, am Motorblock. Ne? Aber was ist das hier bei BMW? Das habe ich niemals verstanden. Ey, weißt du, wie oft mir das hier kaputt gegangen ist? Wenn ich hier einen Ölwechsel mache, ich gucke mir die Gummis an, ja, toll, der geht sowieso kaputt. Jedes Mal, also wer lagert das in Gummi? 25 Newton, klar, zum Festziehen. Aber du weißt ganz genau, dass du viel mehr Kraft brauchst. Viel mehr Kraft. Zum Abmachen, ja, ne? 100%. Ja, genau, er hat eine Standheizung. Standheizung. Und die Standheizung, die funktioniert auch, glaube ich, erst dann, wenn du mehr als die Hälfte getankt hast, ne? Ja. Also nicht wundern, wenn du jetzt zum Beispiel, ich glaube, wenn du unter Viertel bist oder sowas, wenn du die Standheizung einstellst und die funktioniert nicht, darfst du nicht wundern. Okay. Du musst, glaube ich, entweder über Viertel oder über halb. Ich bin mehr oder weniger... Also wird die bei mir nie funktionieren. Aber mal danken, Alter. Also, nee, aber dann kannst du die auch einstellen und das ist auch geil. Den kannst du wirklich direkt vom Radio aus kannst du ihn einstellen. Ja. Morgens um 7 Uhr, 6 Uhr, zack, dann ist das Ding auch wirklich schön warm, ne? Bind mal nicht. Ist doch Hammer. Hey, komm, lass einmal möchte ich Sound hören. Normalerweise beim Auspuff sollte hier Sound kommen, ne? Hier kommt gar nichts. Es kommt irgendwie in der Mitte. Aber ich muss es loswerden. Für mich persönlich, 5er BMW, sollte schon ein bisschen nach Türkenbomber aussehen. Felgen runter, keine ATS, die kannst du vielleicht auf Golf oder sowas drauf machen. ATS, Golf, das passt, aber nicht beim BMW. Schöne Felgen drauf, schöne Tiefbettfelgen drauf. Hinten etwas dunkle Scheiben, etwas, nicht zu viel türkisch, bisschen türkisch, aber so ein bisschen nach Türkenbomber sollte er schon aussehen. So ist er doch schon sehr schlicht, sehr, sehr schlicht. Ne? Ja, also der ist jetzt gerade schon doch schon im originalen Zustand. Was ich jetzt nur gesehen habe, sind die nachgerüsteten Angel Eyes hier, aber alles andere ist eigentlich original. Du meinst hier diese LEDs, ja. Die gar nicht funktionieren, glaube ich. Man muss auf jeden Fall viel Liebe reinstecken. Sehr viel Arbeit. Viel mehr als bei dem SRK. Aber ich sag dir, wenn der fertig ist. Es lohnt sich. Ne? Der hat schon. Ja, das Geile ist, wenn du mit dem fährst, ne? Mhm. Boah, der lässt sich so geschmeidig fahren. Du merkst richtig, dass du so in der Mittelklasse sitzt. Ja. Ne? Mit einem Top-Motor. Das ist Wahnsinn. Auch wenn es jetzt irgendwie scheiße rüberkommt oder sowas. Aber wir gönnen dir jeden Mängel, weil wir können auch was von dir dazu lernen. Ne? Also du erklärst auch ausführlich, wie das so alles abläuft, wie du das einzubauen hast, auszubauen hast. Also eigentlich wünsche ich es dir nicht. Ja. Ne? Aber doch, doch, eigentlich so ganz viele Mängel sollte der schon haben. Dann können wir auch mal ein bisschen was dazu lernen. Ne? Auch die Zuschauer. Also ich freue mich jetzt jede Menge 540 Content. Ja. Ich freue mich einfach, den Wagen echt auf Vordermann zu bringen. Mal schauen, was wir damit machen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie er von unten aussieht. Sehr gut. Ich fahre jetzt zurück nach Witten. Alle Dankeschön. Wir sehen uns. Grüß mal alle von mir. Bester Kameramann Kaddel. Ey, bevor du den auf ganz linken Spur nimmst, erst von unten angucken und dann die linke Spur, ne? Jetzt erstmal bitte auf der mittleren Spur bleiben. Ich fahre schon 60 Kilometer damit. Kaddel, wir sehen uns. Kaddel. Ich glaube das nicht. Ich habe immer noch 333 Kilometer Reichweite. Der verbraucht 10,7 Liter. Ich weiß nicht warum, aber der V8 lässt sich ganz anders fahren als die 6 Zylinder. 4 Zylinder hat der, glaube ich, gar nicht gehabt. Ne? Die kleinste Maschine war, glaube ich, 25. Also 6 Zylinder. Ist auch richtig so.
Ich bin gespannt, wie der später aussehen wird. Ein paar Ideen habe ich schon. Aber ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, was würdet ihr damit machen? Später. Da ist ja so eine Farbe drin. Wie der Innenspiegel. Der Innenspiegel ist auch kaputt. Weißt du, was das kostet, Aidosch? Wir reden nur vom Spiegelglas, nicht von diesen automatischen... Ne? Was würdest du schätzen? Ein Profi? Ich würde mal sagen, bei BMW um die 400 Euro. Echt jetzt? Gebraucht kosten die 100 Euro. Nein, oder? Ja. Natürlich gibt es die auch im Zubehör. Ne, dieses automatische Abdunkeln und so. Das kostet dann 20 Euro. Ja, dann holt man sich das, oder? Ich glaube, werde ich auch so machen. Sonst, Innenausstattung sind sehr viele Sachen, was wir machen müssen. Schlüssel funktioniert nicht. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Aber ich will keinen Fünfer so aufmachen, ne? Obwohl so viel dran ist, ich steige hier ein, gebe einmal Kickdown. Ich vergesse alles. Es ist unglaublich, Baujahr 2000, wie er sich fahren lässt. Ich habe die letzte Zeit sehr viele schöne, neuere Autos gefahren. Aber ich muss sagen, das hier ist tausendmal besser. Ich habe gestern einfach mal so 200 auf Tacho gehabt. Und ich habe das nicht gemerkt. Und er wird immer noch weiter. Wir werden ja viele Sachen ändern. Rückleuchten gehen ja gar nicht. Die werden wir ändern. Auspuffanlage ist eigentlich sehr, sehr schön. Das ist eine super Sprint-Auspuffanlage und die macht auch Krach. Keine Ahnung, warum er den jetzt so ein bisschen nach links eingebaut hat. Die kostet 1000 Euro, die Anlage. Werkstatt ist jetzt voll. Wir werden den auf jeden Fall die Tage einmal hochheben, gucken, wie er von unten aussieht, ob der Motor ölt. Also ich freue mich auf das Projekt. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn das so ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mein Like raushaut. Ihr wisst ja, ich versuche mal wieder hier neue Projekte am Start zu haben. Gib viel Geld aus dafür. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal liked. Da würde ich mich freuen. Kostet nichts. Und abonnieren, wenn ihr schon dabei seid. Und natürlich sehen wollt, was wir damit machen. Ich glaube schon, dass wir ein bisschen länger hier brauchen, Aidosch. Ich glaube auch. Schönes Auto. Oh. Dann machen wir mal so eine kleine Strichliste, was wir alles machen müssen. So, danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann noch rein. Ciao. Dankeschön, Aidosch. Ob die Liste klein wird, weiß ich nicht.